Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute gibt es mal wieder was zum Thema iPad. Diese Videos kommen ja in letzter Zeit richtig gut bei euch an. Und ich habe mir gedacht, ich teste heute mal mit euch 5 Apps, mit denen man auf dem iPad schreiben kann, also mit der Hand und mit einem Stylus, also zum Beispiel dem Apple Pencil oder irgendeinem anderen Stylus. Diese Apps kann man dann zum Beispiel für die Uni oder auch für die Schule benutzen. Also ich habe es auch mitbekommen, dass immer mehr auch in Schulen iPads benutzt werden, was ich im Übrigen ziemlich cool finde. Also schade, dass es damals bei uns noch nicht so weit war, als ich noch in die Schule gegangen bin. Ich werde euch in diesem Video einmal die drei bekanntesten Notiz-Apps vorstellen. Das ist einmal GoodNotes 5, Notability und OneNote von Microsoft. Also ich glaube, das sind ja so die drei, die man auf jeden Fall kennt. GoodNotes habe ich ja schon selber seit längerer Zeit in Verwendung und da habe ich auch schon einige separate Videos dazu gemacht. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, kann ich die euch auch gerne nochmal in der Infobox verlinken. Und die anderen Apps habe ich mir dann einfach mal runtergeladen. Und dann teste ich auch zwei Apps, die ich persönlich vorher noch nicht kannte und die auch im App Store allgemein noch nicht so oft gedownloadet wurden, und ich wollte einfach mal gucken, ob solche Apps eben auch quasi was taugen. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Video und wir legen einfach mal direkt los. Wie ihr seht, habe ich mir 5 Apps runtergeladen, die wir heute gemeinsam durchgehen werden. Also die erste ist GoodNotes. Die habe ich ja im dauerhaften Gebrauch und vor allem auch benutzt, als ich noch an der Uni war. Dann haben wir Notability. Notability ist ja quasi so, ich würde jetzt sagen, mal der direkte Konkurrent von GoodNotes. Also es gibt ja irgendwie so zwei Lager. Die einen nutzen lieber GoodNotes, die anderen nutzen lieber Notability. Dann haben wir OneNote. Das ist eine App von Microsoft. Die ist dann natürlich auch auf den Surface-Tablets verfügbar. Und ich glaube, die gibt es auch für Android-Tablets. Ich schaue nochmal nach. Und dann habe ich mir hier eine App runtergeladen, die wurde mir vorgeschlagen, nachdem ich nach GoodNotes gesucht habe, und zwar NotesWriter. Und das hier ist eine neue App, die mir im Play Store auch vorgestellt wurde. Die heißt Nebo. Die werden wir heute auch mal testen. Ich zeige euch jetzt erstmal nochmal kurz die Oberfläche von GoodNotes, falls ihr die App noch nicht kennt und meine anderen Videos dazu noch nicht angesehen habt. Ansonsten kann ich euch auch gerne nochmal verlinken. So, also ich gehe mal zurück auf meine Favoriten. Also in GoodNotes kann man zum Beispiel solche Ordner anlegen. Ich hatte jetzt hier einen Ordner zu meinem BWL-Studium, dann habe ich einen Ordner Planer, einen Ordner Tagebuch und einen Ordner YouTube. Wir gehen jetzt mal ins BWL-Studium rein, also ich habe die einfach immer noch alle da. Dann kann man natürlich auch noch Unterordner erstellen, erstes Semester, zweites Semester, wir gehen mal ins erste. Und da seht ihr jetzt wieder, also man kann halt wirklich so eine Ordnerstruktur erstellen, ähnlich wie am PC. Also man kann immer wieder Ordner in Ordner reinpacken und das richtig gut strukturieren dadurch. Ich gehe jetzt einfach mal hier in diesen Ordner rein, also das war dann quasi ein Modul. Und dann habe ich halt hier so einzelne Dateien, also man kann die einfach super einfügen da in GoodNotes. Gehe jetzt mal auf Lernblätter, ich denke, das interessiert euch am meisten. Und ja, da hatte ich dann halt hier meine Lernblätter aufgeschrieben. Ich finde es an GoodNotes super, dass man Sachen rauskopieren kann und einfügen kann. Somit spart man sich halt jede Menge Arbeit, einfach wenn man Sachen aus den Vorlesungen rauskopieren kann. Und ja, ansonsten kann man halt hier mit verschiedenen Stiften schreiben, Füllfederhalter, Kugelschreiber, Pinselstift. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht so genau ins Detail gehen, sonst wird das Video auch viel zu lang. Dann hat man ganz normal Radiergummi, man hat einen Marker, da kann man die Farben auch komplett selber customizen und einstellen. Dann hat man hier so ein Geometrie-Tool, wo man dann gerade Linien, Kreise und Bögen zeichnen kann. Wie gesagt, das Lasso-Tool, wo man Sachen so auskopieren kann, entweder oder allgemein auch verschieben kann. Also ich könnte zum Beispiel hier das so nehmen und woanders hinschieben. Dann haben wir hier Fotos, kann man Fotos einfügen und auch direkt mit dem iPad eine Kamera machen. Zum Beispiel in der Vorlesung könnte man das iPad dann direkt hochnehmen und ein Foto machen. Genau, das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste zu GoodNotes. Man kann hier oben auch noch die Vorlage ändern. Also ich zeige euch mal, was es da so gibt. Es gibt auf jeden Fall Hochformat, Querformat. Es gibt dann auch drei verschiedene Farben. Also einmal weiß, so ein bisschen gelblich und dunkel, wenn man das lieber mag. Und dann gibt es hier zum Beispiel gepunktet, so wie in manchen Bullet Journals. Es gibt kariert und liniert. Dann gibt es hier auch verschiedene so Methodenpapiere, also zum Beispiel für die Cornell-Methode. Ganz kaum aussprechen, gibt es halt hier auch spezielle Vorlagen. Es gibt hier Monatsplaner, Tagesplaner und auch verschiedene Buchhaltungsgeschichten beim Querformat dann, glaube ich. Oder wo hatte ich das gesehen? Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall gibt es hier wirklich verschiedene
Vorlagen, die man da einfach einstellen kann. Dann klickt man hier oben auf Übernehmen und dann hätte man das. Genau, ansonsten kann man die ganze Geschichte hier schön exportieren, also alle exportieren, diese Seite exportieren und dann könnte man es sich zum Beispiel selber per E-Mail schicken und ausdrucken, so wie ich das immer mache oder gemacht habe bei den Lernblättern. Genau, ich denke, das ist jetzt als kurze Zusammenfassung zu GoodNotes ausreichend. Dann gehen wir mal zu Notability. Hier habe ich jetzt logischerweise noch nichts Großartiges drin, denn ich habe die App jetzt nicht in dauerhaften Gebrauch. Ich hatte mir die ganzen Apps einfach mal runtergeladen, um mir die anzuschauen. Also wir haben jetzt hier erstmal so eine Welcome-Page auch. Das finde ich immer ganz cool, wo man nochmal so ein bisschen erklärt bekommt, wie gewisse Sachen funktionieren. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auch das mal durchlesen. Ich hatte mir die App gestern schon mal angesehen und auch festgestellt, dass die App wirklich im Grunde ähnlich ist wie GoodNotes. Also man kann ja auch das Papier einstellen. Ich könnte jetzt hier klein kariert, größer kariert, noch größer kariert, genauso mit liniert und gepunktet machen. Ich bin persönlich immer ein Fan von kariert eigentlich. Also habe ich auch in der Schule lieber auf kariertem Papier geschrieben und dann haben wir hier auch wieder einen Stift, einen Marker, ein Radiergummi. Dann ist es sicherlich hier, Moment, das ist bestimmt so ein, genau, so ähnlich wie das Lasso-Tool bei GoodNotes. Also funktioniert im Grunde ähnlich. Eine Sache, die hier vorhanden ist, was man bei GoodNotes nicht hat, ist hier die Audioaufnahme. Also man könnte zum Beispiel die Vorlesung im Hintergrund mit aufnehmen, wenn man das eben später nochmal anhören möchte für sich selber, um vielleicht auch besser hinterherzukommen. Also wenn man mal Sachen nicht gecatcht hat in der Vorlesung, ist das vielleicht ganz gut. Und dann hätte man das hier gespeichert und könnte das dann da abspielen. Ich mache jetzt mal hier noch einen kleinen Schrifttest. Hallo, das ist ein Test, damit ihr nochmal seht, wie die Schrift eben da aussieht. Also ich persönlich sehe jetzt keinen großen Unterschied zwischen GoodNotes. Einige sagen ja, dass man irgendwie in Notability besser schreiben kann. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt keinen Unterschied gemerkt. Dann könnte man das hier markieren. Hier kann man auch Farben einstellen, sehe ich gerade. Ich schaue mal, wie das dann aussieht. Okay, macht es das gar nicht gerade hier. Also ich bin mir sicher, da gibt es bestimmt auch eine Option, dass es so komplett ein gerader Strich wird, wie in GoodNotes. Das ist eigentlich der Finger hier. Achso. Ansonsten kann man hier auch verschiedene Medien hinzufügen, zum Beispiel ein Foto aus der Bibliothek, mit der Kamera direkt wieder ein Foto machen oder ein Dokument scannen und dann darauf rumschreiben. Ist ja eigentlich auch ganz cool. Hier kann man auch so ein GIF hinzufügen, okay. Schauen wir mal, wie das aussieht. Ja, ne, kann man natürlich auch machen, wenn man da Lust drauf hat. was gibt's hier noch? Ich habe auch gerade gesehen, Webclip. Ach so, genau, da könnte man dann wahrscheinlich gleich eine Website verlinken und da nochmal raufgehen. Das ist auch ziemlich cool. Ich bin mir relativ sicher, dass das bei GoodNotes nicht geht. Aber ich muss halt auch sagen, GoodNotes benutze ich zwar schon seit einer Weile, aber da habe ich immer noch nicht alle Funktionen so herausgefunden. Und die anderen Apps sind, wie gesagt, neu. Die habe ich jetzt nur mal kurz so ein bisschen durchgeklickt. Und Haftnotizen, kann ich das hier so? Ah, okay, cool. Und dann macht man hier so. Und dann könnte man sich hier so eine kleine Einkaufsliste schreiben. Und wenn ich das ganze Ding jetzt bewege, bewegt sich das dann mit. Das ist cool. Also das ist auf jeden Fall praktisch und auch wieder ein Feature, was GoodNotes auf jeden Fall nicht hat. Ansonsten kann man auch hier bei den Einstellungen auswählen, wohin das gebackupt werden soll. Also wir haben jetzt zum Beispiel Dropbox, Google Drive und OneDrive. Das sind ja irgendwie so die größten. Dann verschiedene andere Anbieter noch. Dann müsste man sich sicherlich hier durch die App anmelden. Das ist natürlich auch ziemlich cool, damit die Notizen immer sicher sind. Bei GoodNotes kann man zwar auch ein Auto-Backup einstellen, allerdings ging das meines Wissens nach nur über iCloud. Ja genau, also hier kann man iCloud verwenden anklicken und dann halt bei Auto-Backup das auch nochmal aktivieren. Allerdings erachte ich das irgendwie als wenig sinnvoll, denn der iCloud-Speicher ist ja, wie wir wissen, immer ziemlich schnell voll und dann kann ja gar nichts mehr gesichert werden. Dann haben wir hier die App OneNote. Die ist wie gesagt von Microsoft. Ich finde, man sieht das auch gleich, wenn man die öffnet. Also ich finde, die Oberfläche erinnert wirklich sehr an Word und Word-Liebhaber werden sicherlich auch mit dieser App gut zurechtkommen. Man kann hier nämlich nicht nur schreiben und zeichnen, sondern halt auch normal Texte schreiben. Also
Ich könnte jetzt halt hier wieder anfangen, irgendwas hinzuschreiben, gerade wenn man auch ein bisschen mehr tippen muss in der Vorlesung oder wo auch immer, ist das sicherlich ziemlich angenehm. Man kann zwar mit Notability und GoodNotes auch Textfelder einfügen, allerdings funktioniert das jetzt eher nicht so gut für größere Texte und hier hat man auch mehr Optionen, also man könnte zum Beispiel hier noch so Stichpunkte oder diese Nummerierung hinzufügen oder halt fett, kursiv, unterstrichen. Das funktioniert auf jeden Fall mit GoodNotes und Notability nicht. Deswegen, wenn ihr da eher auch mal Texte schreiben müsst, ist das, denke ich mal, eine ganz gute Kombi-App. Und hier kann man dann eben auch wieder eine Tabelle noch einfügen. Das finde ich auch ganz cool. Wieder Bilder und Kamera, wie bei den anderen Apps, genauso auch Audio, Datei und PDF. Also PDF könnte man jetzt zum Beispiel wieder auch Vorlesungsfolien mit einfügen. Ja, also wie gesagt, alles Mögliche. Die App ist wirklich sehr vielseitig. Und dann kommen wir jetzt hier zum Punkt Zeichnen. Ich wähle jetzt hier mal so einen Stift aus. Hier kann man dann auch verschiedene Stärken auswählen. Ich denke mal, die ist ganz okay. Ist erstmal schwarz eingestellt und dann frage ich mich aber gerade, ob man hier irgendwie eine Vorlage einstellen kann, dass es irgendwie kariert ist. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht aber auch doch und ich finde es nur gerade irgendwie nicht. Aber ich schreibe jetzt mal wieder was auf. So, und ich glaube, ihr seht es auch gerade selber schon, dass der Text auf jeden Fall hier nicht so schön aussieht in OneNote wie in den anderen beiden Apps. Also ich finde, die App ist nicht so optimiert für Zeichnen und für Schreiben. Also ich denke, für so kleine Zeichnungen, Skizzen oder wenn man sich was an Vorlesungsfolien hinzuschreiben möchte, ist es auf jeden Fall vollkommen ausreichend. Aber wenn man damit halt komplette so Lernblätter oder sowas machen möchte, ich glaube, das funktioniert leider nicht so gut, weil das dann wahrscheinlich ziemlich krakelig aussieht. Also ich habe eher das Gefühl, ich unterschreibe auf so einem Display, wo man unterschreiben muss, wenn man ein Paket bekommen hat. Also so fühlt sich das ein bisschen an. Also da sind die anderen Apps auf jeden Fall optimierter. Aber ansonsten, wenn man nur an Vorlesungsfolien irgendwie markieren muss, dann ist das schon echt eine ziemlich coole App. Also ich finde auch die Marker sind ganz cool, weil die wirklich wie Textmarker eben sich auch verhalten und auch so schöne Neonfarben haben. Und die haben auch hier so richtig coole Galaxy- oder Regenbogenstifte. Moment, ich zeige euch das mal. Habe ich gestern rausgefunden, finde ich eigentlich auch ganz fancy. Also wie gesagt, für solche Zwecke reicht das auf jeden Fall, wenn man eh nur am Text arbeitet. Aber für ganze Lernblätter ist das, glaube ich, eher ungeeignet. Ja, ich denke erstmal so viel dazu. Wir gehen weiter zur nächsten App, und zwar NotesWriter. Da war ich echt gespannt, als ich das runtergeladen habe. Wir probieren es gleich nochmal mit einer neuen Scribble-Notiz und öffnen die ganze Sache. Dann seht ihr hier wieder, die Oberfläche ist ähnlich wie Notability, würde ich sagen. Und wir gehen mal auf Papier, und zwar stellen wir uns mal dieses Papier hier ein, so kariert, und schreiben da. Und wenn wir hier auf Schreiben klicken, sehen wir gleich, dass hier diese Apple Original Stifte vorkommen. Ich weiß nicht genau, wie die App das eingerichtet hat, dass das so funktioniert. Auf jeden Fall wählen wir jetzt mal den ganz normalen Stift aus und schreiben wieder einen Beispieltext. Dazu muss ich auf jeden Fall sagen, dass die Schriftoptimierung an sich super ist, sodass die Schrift sehr weich aussieht und nicht so krakelig wie zum Beispiel gerade in OneNote. Allerdings, was mich hier mega stört, ist, dass die Schrift nicht so richtig scharf ist. Also wenn ich hier reinzoome, seht ihr das, dass es irgendwie so semi-scharf ist. Ich meine, wenn man rauszoomt, sieht man es nicht. Und ich denke auch, wenn man es ausdrucken würde, würde man es nicht sehen. Aber irgendwie stört mich das schon so ein bisschen, muss ich sagen. Wir können jetzt nochmal die restlichen Tools durchgehen. Also das hier ist zum Beispiel der Textmarker. Da fand ich auch ziemlich cool, dass der auf Druck reagiert. Also wenn ich doller aufdrücke, ist der Strich dunkler deckender, als wenn ich nur leicht aufdrücke. Und wenn ich so markiere, ist er auch dünner, als wenn ich so markiere. Das finde ich schon cool. Also das ist ein Feature, das haben auch alle anderen Apps nicht. Ist halt die Frage, ob man das unbedingt braucht. Dann haben wir hier nochmal so eine Art Buntstift. Da kann man auch verschiedene Stärken einstellen. Und auch hier nochmal komplett individuelle Farben auch. Also kann auch hier über das Spektrum oder über den Regler eine komplett neue Farbe aussuchen. Und dann funktioniert das auch wieder druckempfindlich und stiftneigungsempfindlich. Also so wäre es eine ganz kleine Linie.
So wäre es wie so eine Schraffur eben. Also wer da halt richtig fancy Skizzen machen möchte, dann funktioniert die App bestimmt am besten. Dann haben wir hier ganz normal das Radiergummi-Tool. Das funktioniert halt, wie ein Radiergummi-Tool funktionieren muss. Und hier haben wir wie eine Art Lasso-Tool bzw. Auswahlwerkzeug, wo man auch Sachen dann verschieben kann. Das funktioniert sicherlich auch mit Schrift. Genau, und ist auch ziemlich intelligent. Also es wählt dann natürlich das ganze Ding aus, was man verschieben will. Das ist ganz cool. Und dann haben wir hier noch anstelle eines Geometrie-Tools ein Lineal. Und ich muss sagen, dass ich das eigentlich auch ganz cool finde, weil ich auch teilweise wirklich mit einem Lineal, also mit einem richtig echten Lineal auf dem iPad arbeite. Und so hat man das quasi nicht. Dann könnte man jetzt hier easy eine Linie dran ziehen. Das war jetzt ein bisschen fail am Anfang, aber eigentlich funktioniert das ganz gut. Könnte da halt wirklich zum Beispiel Diagramme oder sowas ganz gut zeichnen. Genau, ansonsten schauen wir uns mal hier oben an, was es hier noch gibt. Was ist das? Ah, okay. Also das ist quasi so ähnlich wie, es macht einfach Vierecke. Ah, okay, jetzt hat es einen Kreis gemacht. Also das ist quasi so ähnlich wie das Geometrie-Tool bei GoodNotes. Was gibt es hier noch? Dann haben wir gerade Linien. Ja. Und Pfeile. Auch nicht schlecht. Also ich muss sagen, die App ist eigentlich dafür, dass sie jetzt gar nicht so nice aussah, ziemlich ausgereift. Also ich dachte eher, das ist ein bisschen, wenn man Notability auf Wish bestellt, aber eigentlich ist es ganz gut. So, da können wir auch Kreise machen. Oder Ellipsen. Was ist das? Okay. Okay, das ist auch cool. So, ich habe mal wieder ein bisschen aufgeräumt. Wir gucken uns jetzt mal das Text-Tool an. Also wir haben hier einmal das. Da kann ich hier wieder einen Beispieltext schreiben. So. Man könnte dann diese Textbox an sich hier rumschieben. Das ist auch nicht schlecht. Genau, und dann haben wir hier nochmal sowas. Was ist das jetzt? Das ist dann nur so ein kleiner Text. Also quasi wie die Textfunktion von GoodNotes. Ich vergleiche das immer mit GoodNotes, weil ich eigentlich ansonsten nur GoodNotes benutzt habe. Und hier haben wir dann noch so eine Funktion. Da könnte man zum Beispiel ein Diagramm beschriften. So, keine Ahnung, innere Schicht oder so bei irgendeinem Whatever-Querschnitt. Und dann wäre das so. Das ist eigentlich auch ganz cool. Man kann ja auch dann überall nochmal die Farbe einstellen und auch die Schriftart und so. Das ist schon doch sehr vielseitig. Dann haben wir hier nochmal die Funktion, dass man Fotos einfügen kann, ne, wie in eigentlich jeder anderen App. Und hier schauen wir mal, was wir noch alles hinzufügen können. Ein Hyperlink, ein Webclip, auch ein Clipart. Mhm. Okay. Health, Medical. Da kann man so ein kleines Pflaster hier hinzufügen. So als Med-Student kann man dann hier schön auf das Pflaster noch was draufschreiben. Na, das hat schon was. Und ihr seht ja auch selber, was man hier alles noch hinzufügen kann. Also zum Beispiel mathematische Gleichung richtig in so einer Form eben. Und Stempel. Was ist jetzt Stempel? Ah, okay. Initialien hier setzen. Also für Verträge vielleicht oder so. Genau, dann kann man hier auch eine Audioaufnahme hinzufügen. Kommentar. Nein. Okay, das scheint ein Bug zu sein. Scheint da nicht zu funktionieren. Ach doch, hier sind sie. Okay, genau. Da könnte man jetzt hier so eine Notiz zu gewissen Sachen hinzufügen. Also wer zum Beispiel nicht möchte, dass auf Vorlesungsfolien dann so die Texte da richtig draufstehen, der kann das auch in so eine Notiz setzen. Übrigens, die Vorlesungsfolien, hatte ich letztens auch schon mal geguckt, da könnte man jetzt hier neue PDF-Notiz kommen und könnte man es da einfügen und dann da das gleiche quasi damit machen wie hier. Ja, so viel noch dazu und wir kommen zur letzten App und zwar Nebo. Die haben ja auch so eine coolen Welcome-Files, wo man mal ein bisschen drin rumgucken kann, wie das alles funktioniert. Also da werden so Gestiken, Double-Taps und sowas eben erklärt. Ne, so ein kleines Tutorial eben. Und ich glaube, die App ist auch wirklich ziemlich intelligent. Ich glaube, die kann sogar so Mathe-Gleichungen lösen. Das ist auch ziemlich cool auf jeden Fall. Aber uns geht es ja jetzt in erster Linie vor allem um diese Schreibfunktion. Also ich zeige euch erstmal noch kurz was anderes. Und zwar die App, die Funktion, dass sie Geschriebenes gleich in Text umwandeln kann. Das geht zwar mit GoodNotes auch, aber ich muss sagen, mit der App geht das ein bisschen
besser. Also ich zeige euch das mal. Mal wieder mit meinem Beispieltext. So, und dann habt ihr halt hier oben diesen Text und könntet das dann halt wegmachen und nur diesen Text stehen lassen. Das funktioniert aber auch, wenn man richtig schmiert. Ich mache es mal quasi geschmiert. Funktioniert auch. Also so muss man nicht, man kann es nicht ranzoomen, aber es steht da. Hat auch keine Fehler gemacht, die App. Also das finde ich auch ganz cool. Ich weiß nicht, es gibt vielleicht einfach Leute, die gerne per Hand mitschreiben in der Vorlesung oder so. Und, oder in der Schule. Ich weiß nicht, ich glaube, Schulen benutzen jetzt auch mittlerweile iPads. Und dann möchte man es eben trotzdem als ja, richtige Schrift haben, also als gedruckte Schrift. Also, you know, ihr wisst schon, was ich meine. Man kann aber hier auch einfach so eine Notiz öffnen, wie in allen anderen Apps, wo man dann hier ganz normal schreiben könnte. Jetzt mal wieder so eine Überschrift. Kleine Wolke drumherum machen. Und ich muss sagen, die Schriftoptimierung, also dass die Schrift eben nochmal so ein bisschen geglättet wird, das funktioniert hier echt, echt gut. So, gucken wir mal. Hier kann man wieder ein Bild hinzufügen und mit der Kamera ein Foto machen. Allerdings vermisse ich hier gerade irgendwie das Marker-Tool. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Also scheinbar gibt es in der App kein Marker-Tool und auch keine Geometrie-Tools oder sowas. Aber ich denke mal, dass das vielleicht noch kommen wird, weil die App ja noch relativ neu ist. Und solche Features vielleicht in Zukunft noch hinzugefügt werden. Also kann man ja mal im Auge behalten, weil an sich finde ich die eigentlich echt cool gemacht. Und ja, wie schon mehrmals erwähnt, auch die Schreiboptimierung ganz gut. Ja. So Leute, das war's für dieses Video. Ich hoffe sehr, dass es hilfreich für euch war, dass ich ein bisschen mit euch zusammen durch die Apps durchgegangen bin und dass ihr euch zum Beispiel auch kostenpflichtige Apps nicht vorher runterladen müsst, um zu sehen, wie sie quasi funktionieren. Also zum Beispiel sowas wie GoodNotes und Notability, die sind ja nicht kostenlos. Ja, ich hoffe, dass ihr da eine App gefunden habt, die ihr jetzt in Zukunft verwenden wollt, wenn ihr nach einer solchen App gesucht habt, wovon ich ja mal ausgehe, wenn ihr auf dieses Video geklickt habt. Falls ihr noch irgendwelche anderen Apps kennt oder nutzt, die ich in diesem Video jetzt nicht getestet habe und die aber auch für richtig gut befindet, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben und euch da auch untereinander so ein bisschen austauschen. Das ist ja vielleicht auch ganz cool, dass man da vielleicht auch noch ein paar neue Inspirationen und Anregungen findet. Ja, ansonsten war es das schon für dieses Video. Ich wünsche euch wie immer noch eine ganz tolle Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bis dahin. Tschüss!